Wer hat die größten Chancen auf den Let's Dance-Sieg 2021? Am Freitagabend ist es endlich soweit. In der beliebten Tanzshow wird der diesjährige Dancing Star gekürt. Dabei ist schon jetzt klar, es kommt definitiv zu einem spannenden Staffel-Showdown. Denn die Finalisten überzeugen die kritische Jury in den vergangenen Wochen allesamt. Promiflash wirft für euch einen Blick auf die drei Tanzpaare. Erstens, Valentina Pade und Valentin Lusin. Die GZSZ-Darstellerin und der Tänzer sahnen Woche für Woche Höchstpunktzahlen bei den Juroren ab. Dabei performt die hübsche Blondine sogar auf einem so hohen Niveau, dass die Jury sie immer wieder mit einer Profitänzerin vergleicht. Trotzdem wollen sich die ehrgeizige Schauspielerin und ihr Coach nicht unter Druck setzen lassen. Im Promiflash-Interview erklärt Valentin vor dem großen Finale: Wir probieren, die Nummern so gut vorzubereiten, dass man in der Show etwas weniger Stress empfindet. Wir haben uns beide gesagt, dass wir die Finalwoche auch für uns tanzen und es genießen wollen. Der Profi weiß jedoch von Anfang an: Valentina hat großes Talent und erfüllt alle Voraussetzungen, um den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Zweitens, Rúrí Gíslason und Renata Lusin. Auch der isländische Ex-Fußballer und die Expertin überzeugen Jorge González, Mozzi Mabuse und Joachim Lambi regelmäßig. Im Halbfinale begeistert er die Kritiker mit einer Performance der Extraklasse. Der Ex-Sportler legt einen super gefühlvollen Contemporary aufs Parkett und geht damit garantiert in die Let's Dance-Geschichte ein. Aber nicht nur das. Der Hottie hat es nämlich auch den Fans ordentlich angetan. In einigen Promiflash-Umfragen landet er immer wieder auf Platz 1. So zuletzt kurz vor dem Halbfinale. Mit 730 von insgesamt 1680 Stimmen geht er bei den Lesern klar in Führung. Ob das letztendlich was zu bedeuten hat? Immerhin haben die Teilnehmer schon hier Simon Zachenhubers aus im Halbfinale vorhergesagt. Drittens, Nicolas Puschmann und Vadim Gabuzov. Auch der ehemalige Prince Charming Star und sein Trainer dürfen sich auf ihrer Let's Dance-Reise stets über hohe Punktzahlen freuen. Umso schockierender ist es, als die Zuschauer das Tanzpaar dann in Show Nummer 8 rauswählen. Inzwischen ist der Schreck verdaut, denn die beiden stoßen ein paar Tage später wieder zu den anderen Kandidaten dazu. Grund dafür? Ilse de Lange scheidet aufgrund einer Fußverletzung aus. Aber was bedeutet das Comeback für Nicolas und Vadims Chancen auf den Sieg? Klar ist, in früheren Staffeln schaffen es Rückkehrer des Öfteren weit nach vorne. 2012 kämpft sich die zuvor rausgewählte Ex-Turnerin Magdalena Brzeska sogar auf den ersten Platz. Gemeinsam mit Erich Klann gewinnt sie damals die 5. Staffel. Ob das auch Nicolas und Vadim am Freitagabend gelingt? Oder geht der Sieg doch an Valentina und Valentin oder Rurik und Renata? Eins ist klar, egal wer Let's Dance letztendlich mit dem Pokal verlässt, Bestleistungen legen sie allesamt aufs Parkett.